Der Treffpunkt mit Outrider liegt weiter vorn. Durchqueren Sie dieses Viertel so schnell wie möglich, aber Vorsicht. Ich habe so eine Ahnung, dass die Stadt noch ein paar Überraschungen für uns bereithält. Überraschungen sind heute unsere geringste Sorge. Ihre Schnitter geben mir viel mehr zu denken. Wir, die Scharmützler, wurden von den falschen Göttern dieser Welt erschaffen, um als ihre Marionetten zu dienen und zu sterben. Wir tragen all das in uns, was wir waren und noch mehr. Und unsere Kampfkraft lässt uns nie im Stich. Im Nahkampf ist uns keiner gewachsen. Scharmützler können während ihrer Runde ihre Waffen abfeuern und sich ihre beliebige Reihenfolge bewegen. Sie können auf Wunsch sogar zweimal pro Runde schießen. Mit den Kletterhaken sind sie noch vielseitiger und können schnell das Schlachtfeld überqueren, um an strategisch günstige Positionen zu gelangen. Ja. Und ich glaube, ich mach mal nur mal sicherheitshalber einen Speicher an. Nicht, weil es irgendwas schief geht, sondern ich werde mich bewegen. Ich glaube, es ist ja gleich was passiert. Ich passe auf. So, mit dabei Bonsai und Demon. Ich rücke aus. Na los, zeigt euch. Nähere mich der Zielposition. Feuerschutz. Achtung, hab Aktivität. Bestätigt, rücke aus. Bestätigt, Überwachung läuft. Ich rücke aus. Bin dabei. Ich kann Sie hören. Spezieller Advent übrigens. Die haben Flammenwerfer. Am Ziel vorbeigeschossen. Schön. Ziel erledigt. Kleine Besonderheit, die können explodieren. Ja, weil sie natürlich logisch. Rücke zur Zielposition vor. Sie hatten recht damit, dass die Tanks explodieren könnten. Vorsicht damit. Wir wollen kein unnötiges Risiko eingehen. Die Patrouille wurde befreit. Mögen Sie Ihr Leben nicht umsonst gelassen haben. Wir müssen vorrücken und diesen Einsatz beenden. Einverstanden. Bewegung. Nutze den Kletterhaken. Und zack, er ist oben. Und er sieht alles. Bonzo hat zum Glück überlebt. Bin unterwegs. Das hätte auch schief gehen können. Gebe Feuerschutz. Bin auf dem Weg. Ich bin bereit. Lade meine Waffe nach. Ich werde nicht zurückweichen. Hä? Hier steht aber noch einer. Geil, der ist im Laufen gestorben. Wie geht denn das? Nähere mich der Zielposition. Hat sich wohl total verbuggt. Dann mal los. Verstanden. Bin unterwegs. Na los, zeigt euch. Ja, der Kletterhang ist praktisch, weil die können wirklich überall schnell hin. Ich lasse niemanden vorbei. Schon unterwegs. Das ist keine Patrouille. Das ist eine Armee. Ja, und wir haben keine Zeit für einen Kampf. Alle Mann
riskant. Die Purifikatoren wurden ausgeschaltet, aber leider auch unser Evakuierungspunkt. Ich fürchte, es kommt noch schlimmer. Mehrere biologische Signaturen nähern sich schnell ihrer Position. Die Verlorenen. Der Kampflärm reißt sie. Sie werden davon angezogen. Und sie sprengen einfach einen Tanklaster? Es war die einzige Möglichkeit. Finden Sie einen anderen Ausweg. Wir kümmern uns um die Verlorenen. Draklar. Läufer. Vorsicht. Sie sind nicht so schwach wie die anderen ihrer Art. Die Beschreibung ist zutreffend. Die Mutation scheint den Metabolismus der Läufer irgendwie beschleunigt zu haben. Sie sind schneller und agiler und zeigen zugleich erhöhte Aggression. Jawohl, Commander. Tja, dann. Niemand entgeht der Entdeckung. Scannergebiet! Abschuss! Du musst den Trend jetzt brechen. Oh, die kommen aber ganz schön nah. Die Schockwelle der Explosion war in der ganzen Stadt zu vernehmen. Ich rechne mit einer deutlichen Reaktion der Verlorenen. Die einzige Reaktion, die ich akzeptiere, ist ihr Tod. Finden Sie diesen Ausweg für uns. Die Munition wird knapp. Feind vernichtet. Erledigt. Ich könnte aber Munition gebrauchen. Nachgeladen. Gebe Feuerschutz. Bewege mich wie befohlen. Ich erwarte Sie. Zack. Als wir dachten. Wir brauchen noch etwas mehr Zeit. Verstanden. Halten Sie Position. Bestätigter Abschuss. Biete Feuerschutz. Holen wir sie uns. Bestätigt. Überwachung läuft. Mache meine Waffe bereit. Die stehen eigentlich ziemlich gut da. Angriff bei Sichtkontakt. Egal, was kommt, es wird weggemacht. Oder auch nicht. Geil, alle drei daneben. Ich glaube, wir haben hier etwas. Nur noch eine Minute. Sie seien gewehrt. Feind vernichtet. Abschuss bestätigt. Dann mal los. Munition wird knapp. Mir entgeht nichts. Lade nach. Ich stehe bereit. Und weiter geht's. Mir entgeht nicht. Die Messwerte spielen verrückt. Die Verlorenen sind gleich bei Ihnen. Diese Verlorenen scheinen sehr geräuschempfindlich zu sein. Kampfgeräusche werden noch mehr von Ihnen anlocken. Wir haben eine neue Strecke gefunden, auf der Sie den Treffpunkt sicher erreichen sollten. Die Verlorenen nähern sich immer noch, also beeilen Sie sich. Das wird kein Problem sein. Ja, fangen wir mal zu laufen, ne? Bin unterwegs. Verstanden. Rücke vor. Boah. Alter, sind das viele. Ich wähle eine andere Position. Ziel außer Dienst gestellt. Ihre Verluste steigen.
Alter, wie viel Kills der auch macht, ne? Zielkoordinaten vor. Feuerschutz. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Scanne Gebiet. Wie Sie wünschen. Es steht unter meinem Schutz. Gewonnen. Wechsle Position. Wie befohlen. Outrider und das erste Team sollten weiter vorne auf sie warten. Ich weiß, dieser Einsatz war nicht leicht, aber ich muss daran glauben, dass er sich am Ende bezahlt macht. Das kommt ganz auf die Schnitte an. Treffpunkt direkt voraus. Versuchen wir heute mal nett zu sein, Leute. Sieh an. Advents brutalster Captain will tatsächlich für seine Verbrechen büßen. Dieses Wesen ist fort. Jetzt bin ich frei. Einfach den Helm abzulegen, ändert nichts an der Person. Die Schnitter vergessen nicht. Ältesten Kraxat. Komm schon. Ich sehe genau zwei Optionen. Wir verbünden uns und jagen die Ältesten von unserer Welt. Oder wir töten uns hier und jetzt. Die Wahl liegt bei Ihnen. Das hat zuvor noch keiner geschafft. Es wird auch nie wieder jemand schaffen. Was zum Teufel ist das? Vox Prima, Attentäterin, unerbittlicher Tod, der meine Leute jagt. Schlechterin, befreiter Advent. Mein Volk kennt andere wie sie. Sie sind unsterblich. Advents Fluch für uns. Wir müssen unsere Kräfte vereinen, wenn wir irgendeine Chance gegen sie haben wollen. Versuchen Sie es doch! Kennen Ihre Schnitter ein solches Wesen? Sie sind vor Jahren aus dem Nichts aufgetaucht. Wenn sie nicht gewesen wären, hätten wir unsere Heimat längst zurück. Diese Arroganz, der Wille der Ältesten, erstreckt sich durch das ganze Universum. Ich bin nur eines ihrer Werkzeuge. Ja, und das ist Teil des Addons in dem Fall, wo auch die beiden dazukommen. Denn es gibt Auserwählte. Drei insgesamt. Quasi für jede Fraktion einen Gegenpart. Und ja, die tauchen einfach mal spontan auf. Das kann so, mal gibt es ein Match ohne, mal gibt es ein Match, wo die dann plötzlich da sind. Und ja, das ist dann nett. So, bei ihr möchte ich gerne wechsle Position. Eine Taktik führen, wo alle bin dabei. Zusammenbleiben. Zu Befehl, Commander. Schnitter sind immer wachsam. Begebe mich zum Ziel. Bin dabei. Weil den sollen wir jetzt besiegen. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Bestätigt. Überwachung läuft. Jawohl, Commander. Interessanterweise, wir haben sechs Leute. Befehl bestätigt. Na los, zeigt euch. Sie könnten genauso gut rumbrüllen. Das ist so geil. Das ist so geil gemacht, wie sie einfach auftauchen.
Attentäterin Jax Mai Masha, leere Hexe. Rache, Chance auf Erwiderung des Feuers bei Fehlschüssen. Schattenschrift, dieser Auserwählte löst weder Feuerschutz noch Shit. Stärken, Schwächen, Spröde, er leidet zusätzlich Schaden durch Angriffe aus kurzer Distanz. Widersacher ist der Schnitter, er leidet noch mehr Schaden durch ihn. Und ich beende es schnell. Oh, die können sich tarnen. Sehr böse. Okay, die kam von da. Dann gibt's noch die Verlorenen. Wo immer ihr zuschlagen wollt, werde ich warten und lauern. Ja, demnach würde ich sagen, bleib ich in Deckung. Wechsle Position. Meine natürliche Umgebung. Ich lasse niemanden vorbei. Ziehe los! In Position! Verstanden, rücke aus! Uiuiui. In Deckung! So, und jetzt check ich mal kurz. Nee, heute ist wohl erstmal gut. 5 Folgen aufgenommen. Das ist. Damit habe ich die letzte Folge auch erhöht. Nee, warte mal. LP2-2. So, immer 2 Spielstände haben. So. Und ja, beim nächsten Mal gehen wir Auserwählten schlachten. Bis dann!